Mega Man Battle Network 5 Double Team DX. So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 6. Ich wollte euch nämlich gern mit der Intro-Stimme aus Mega Man Battle Network 5 begrüßen. Aber natürlich setzen wir unser Let's Play hier fort. Was ich euch vorgespielt habe, war ein Ausschnitt aus meinem DS, wenn man das Intro durchlaufen lässt oder eben dann Intro-Bildschirm erspringt. Dann wird man hier jetzt mal von einem anderen Level begrüßen. In dem Fall müsste das, glaube ich, Lan oder Mega Man gewesen sein, der mit den Worten Mega Man Battle Network 5 Double Team DS begrüßt. Was ich richtig cool finde, aber wir kehren zum Let's Play zurück. Wir sollten mich, glaube ich, in Seaside Town treffen, wenn ich recht im Sinne. Da freue ich mich wieder. Irgendwie ist aber meine ROM gerade verbuggt. Das Intro hat übelst rumgespinnt, als ich ein bisschen rumprobiert habe vom Aufnehmen her. Damit man das gut hört. Weiß ja toll, was da los ist. Bisschen ärgerlich. Ich habe jetzt eine Weile Mega Man nicht gespielt. Ich war jetzt mit meinem neuen Projekt ein bisschen eingenommen. Muss mich ja um alles Mögliche ein bisschen kümmern. Das ist er ja. You're late. I know, So how'd it go? You know, your night with the penguin. It was awful. He just ran into my room. And when I put him in the bathtub, he just splashed. The worst part was bedtime. He cuddled up right next to me. I couldn't sleep at all. That's why I'm so tired today. You're like members of the same family now. Family? What are you talking about? I'm human. That's a penguin. Yeah. But you're looking more like a penguin every second. What? How? Your mouth. My mouth? Lan, don't make fun of him. But it's fun. Alright, let's go inside the aquarium. My mouth? Ich find's lustig, wie ihn das total vereifert hat. So, this is the aquarium. Oh, Platter? Oh, it is you, Plata! I've been so worried about you! Where have you been? It's okay, you don't have to be scared anymore. I've already fired that scary trainer. Ach, das war dieser Captain-Typ da mit der Peitsche. And you two are? We are, well, we found this penguin, sir. And he kinda latched onto Mick. And then we started posts on the Seaside Area BBF. Is that right? Well, thank you very much, boys. How odd. Plata here. Well, he's not fond of people. He usually doesn't take liking to strangers, but I guess he really likes you too. Allow me to show you my appreciation. You two can enjoy this aquarium free of charge today. Really? Yes, of course. I hope you two will enjoy yourselves. Well then, I think it's time you went back to your pen, Plata. When you boys are ready to go home, let me know, okay? I'm sure Plata will like to see you off as well. I'll see you later, boys. Okay, Plata, let's go. B-Boy-Fieber bricht aus. Awesome, we're gonna have loads of fun. His name was Plata, huh? Mick? Hey, while we're here, we should check everything out. Yeah. Irgendwas nicht okay mit dem? Was hast du? Let's check out the aquarium. Okay. Der hat doch nicht etwa Narren an den Pinguin gefressen, oder? Was können wir denn hier eigentlich machen? Können wir die Sachen... Können wir uns hier irgendwo einklinken? Zum Beispiel irgendein Computer oder so. Piranhas have very sharp and pointed triangular teeth. Sometimes a school will... Ach, Fischschule. A school will eat a whole cow... What the fuck? Die fressen eine ganze Kuh? Holy shit, ich will nie in ein Aquarium mit Piranhas reinfallen. Ich bin schneller tot, als ich überhaupt das Wasser berührt habe. Haben wir irgendwas? Nee, da? Nee, da? Nee. Nicht mehr was zum Einklinken. Nee, das sind Pinguine. Penguins are birds, however, their wings have become useless for flying and act more like fins. It's possible they used to fly a very long time ago. Also haben Pinguine vielleicht früher mal die Fähigkeit zum Fliegen gehabt. There's a large monitor installed in the wall here. Short movie Mysteries of Deep is showing, you can check... Oh, geil. Check in, Mega Man. Execute. Werde ich mal durchchecken, ob hier irgendwas rumliegt. Items. Juhu.
Na du? Panel Return. Habe ich einen? Nee, schade. Okay, habe ich nicht. Ja. Nee. Kann ich auch meine Anlocke für irgendwas Sinnvolles benutzen? Ich sollte vielleicht nicht so viel im Netz rumhängen, sondern mich mehr um die Hauptstory kümmern. Aber ich bin hier viel zu lieb im... Oh, du, blaue Datei. Ich bin viel zu gern im Internet. Hey, jetzt haben wir die Final Return, die der eine haben wollte. So, okay. Kämpfe. Oh, ich habe zu lange nicht mehr gekämpft. Also, aufladen hier so. Da machen wir... Bamsi! Und bang. Und bing. Ah, ich hätte ihn eigentlich in One-Shot töten können, wenn ich es richtig gemacht hätte. Egal, komm schon. Bisschen Spaß muss sein. So, ist hier sonst noch irgendwas Gutes? Grüne Datei? Blaue Datei? Komm ich da ran? Moment, machen wir was anderes. Den hier? Das macht 80 Schaden. Da können alle benutzen, also ziehen wir jetzt mal eine richtige Show ab. Der hat gesehen? Ich zögere noch immer ein bisschen arg viel mit den Kombis, aber es klappt. Und hier verdient man ganz gut Geld, wenn man einen platt gemacht hat. Ah, da kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir erst eine andere... da brauchen wir eine Fertigkeit dazu. Vor lauter Chips weiß ich gar nicht, was ich damit alles soll. Erstmal Copy Damage. Oh, dumm, ey. Ich hab's voll vermasselt. Oh, holy... Jetzt weiß ich, was das gefährlich bei den Viechern war. Wenn die einen mit diesem Anvisierding treffen, schießen die alle auf einen. Nee. Okay. Heilung. Aufladen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, egal. Aber, ja, Bams. Wie viel Geld habe ich denn? Oh, fast 6000 Zennies. Einfach mal ja sagen, wird schon... Ach, ein Kampf. Wird schon schief... Ach komm, die sind doch voll... Was? Kampf 1? Mehrere? Unschön. Okay, nutzen wir das Schild für den hier. Habe ich gerade eben zwei auf einmal erledigt? Holy shit. Halt, ich habe eine Idee. Den machen wir so. Und dann machen wir den so. Ach, gut. War's das? Noch einer. Was haben wir jetzt dabei? Tank Cannon. Roll. Let's rock and roll. Den kann ich jetzt mit einem simplen Schuss auf die Bretter schicken. Holy shit, hört auf, mich unter Feuer zu nehmen. Ah! Okay, jetzt habe ich erstmal wieder einen Moment Ruhe. So, dich kaputt machen. Dich. Dat kaputt. Ah, oh, ey, habt ihr es mal bald? Ich würde gerne mal weitergehen. Was hat der denn da für ein Chip? Ich bin Fall der Fälle, dass wir verletzt werden. What? Ich kann ihn nicht treffen? Das ist ja unfair, ich schieß durch ihn durch. So viele Nadeln. Okay, ist wieder sichtbar. Ich will jetzt keine großartigen Chips mehr verbrauchen. Komm, wir nehmen jetzt mal Area Grab raus. Holy shit, schießt er schnell. Ah, fuck you. Ich hab mein Faustding verloren, du. No. Mann. Das ist mein Faustding verkackt, du Wichser. Holy shit, der zieht 50 Leben. What the fuck? Man kann es auch übertreiben, Junge. Ich sollte ein bisschen vorsichtig sein. Kann ich die öffnen? White Blade B, klingt cool. Das sieht schön aus. Habe ich dafür irgendwo Platz? Ich denke schon. Ich hätte gern das hier mal. Mein Gott, ihr Händler ist ein Virus.
Holy shit. Ach komm, wir können alle Chips nehmen, von daher. Heilung, Heilung. Crackshot. Wir sind alle... Nein, ich hab die Datei kaputt gemacht. Oh! Das war vielleicht Geld. Ich wollte mir doch neue Schuhe von Prada kaufen. Alles deine Schuld. Ah, was hast du nun im Angebot? Oh, HP. Wow. Echt so viel? Holy shit. Okay, ich brauche erstmal Leben. So, Bamboo Sword. Okay, Wood. Das lädt 80 nach. Das ist Barriere. Die ist eigentlich relativ geil bei Bossen, aber ich glaube, ich bleibe bei HP Memories. Die ist ein bisschen wichtiger. Viel mehr können wir, glaube ich, gar nicht mehr machen gerade. Das mysteriöse blaue Datei, die hätte ich schon noch gern. Komm, die holen wir uns noch und dann machen wir hier erstmal Schluss in dem Ding. Ich habe schon die ganze Episode wirklich nur hier drin verbracht. So, Doppelschaden und... Ich weiß. Ich weiß, wie wir das machen. Jetzt warte ich erstmal, bis der Typ davor kommt. Durch den elementaren Schaden durch Blitz habe ich jetzt doppelt angerichtet und das andere Viech mit umgenockt. Grüne Datei. Ja, ja, ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will wissen, wo die blaue Datei ist. Oh, erwischt. Ja, supi. Regular Up. Wie viel habe ich jetzt? Das könnte, glaube ich, für einen größeren Chip ausreichen. Da fällt mir ein, ich wollte ja bei jeder Folge meine, mein Folder-Name eigentlich ändern. Muss ich noch machen dann. Sehen im B haben wir irgendeinen Chip, der sich lohnt? Ne, ich glaube, meine Heilchips brauchen mehr. Die brauchen 12. Naja, kann man nichts machen. Wie kommen wir hier rein? Ach stimmt, den Seaside Key habe ich ja auch schon bekommen. Jetzt sind wir hier in Central Area. Und Metz Pipe kommen. Ich frage mich, wo der hier eigentlich ist. Scheint nichts los zu sein, hier nur ein paar Dateien. Ice Seed. An der Waterpipe Program. Cyber City's Clean Water Processing is very effective. So feel at ease when drinking your tasty water. Wir klicken uns aus. Wir haben alles, was wir wollen. Jetzt klinken wir uns mal gleich nochmal ein. Schwing. So, aber mit dem können wir eventuell tauschen. Erstmal gucken, was der Chip da eigentlich bewirkt. Wo war der jetzt gerade eben? Bin ich blind? Da. Ach, das repariert alle kaputtgegangenen Felder. Und das hier macht ein Eisfeld. Cool. Ne, ich würde sagen, den behalten wir. Der ist gut. So, was werden wir noch großartig tun können? Shells preparations are still underway. Ich frage mich, was wir eigentlich tun müssen. Ich guck mal noch, ich guck noch mal nach Mick. Vielleicht... Ach, das würde Sinn ergeben. Ich untersuche einfach mal alles hier. Meistens ist es ja so, dass man mit allen reden muss, alles untersuchen muss und so und dann passiert irgendwas. Ich untersuche erstmal alles und dann werden wir sehen, ob irgendwas passiert. Sagst du mir irgendwas? Nein, du? Mysteriös. Ich mag es nicht, wenn ich bei Spielen nicht weiß, was ich tun muss. Das ist immer so verwirrend. Egal, wir untersuchen einfach mal alles. Irgendwas wird schon passieren. Wow, there are all sorts of things swaddled in the water. I could stare at them all day. Oh, an announcement?
Attention all visitors, the Dolphins and Seals show will begin shortly. We hope to see you there. Sounds like there's a show. Might be fun, let's check it out. Ich hatte tatsächlich sogar recht. Egal, wir speichern hier. Das ist nämlich 15 Minuten schon um wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder genau hier. Bis dann.